Ich muss etwa 6, 7, vielleicht 8 oder 9, ich weiß es nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber ich war in meiner Heimatgemeinde in Berlin. Und diese Gemeinde war zusammengestückelt aus vielen Leuten aus der ganzen Welt. Nur leider gab es relativ wenige Kinder. Und ich habe mich als Kind da relativ einsam gefühlt. Normalerweise denkt man, wenn da nicht so viele Kinder sind und man jemand findet im gleichen Alter, dann entsteht eine Freundschaft. Nur bei mir ist das nicht der Fall gewesen. Es gab einen Jungen, der war etwa ein Jahr jünger als ich. Und wir haben keine Freundschaft geschlossen, sondern eher eine Feindschaft. Dieser Junge, der ist immer wieder negativ aufgefallen in der Gemeinde. Der hat mal bei uns an der Orgel, an den Pfeifen gedreht und so die ganze Orgel verstimmt. Er hat einen Stift genommen, auf der Wand geschrieben, auf Tische geschrieben und das ist natürlich den Gemeindegliedern negativ aufgefallen. Das, was am ärgerlichsten aber war, ist, dass er immer gesagt hat, der Raphael war's. Und so verbreitete er Lügen an allen in der Gemeinde und ich bin glücklich, dass die Gemeinde ihn nicht geglaubt hat. Sie wussten schon, der macht schon immer wieder Blödsinn. Aber ich war sauer auf diesen Jungen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich es ihnen mal richtig heimzahlen? So kam es in einem Sommer dazu, dass alle zu uns nach Hause eingeladen waren, die ganze Gemeinde. Wir haben einen riesen Potluck gemacht. Und ich wusste, jetzt kommt der Moment, wo ich ihn endlich habe. Wir waren dann in einem Kreis zusammen. Der Pastor sagte: Lasst uns beten für das Essen. Wir nahmen die Hände, ich neigte meinen Kopf und ich wusste, jetzt ist der Moment gekommen. Der Pastor fing an zu beten und ich öffnete mit einem Auge und schaute diesen Jungen an. Und siehe da, der Junge hatte während dem Gebet seine Augen offen. Jetzt wusste ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn auch verpetzen. Denn wir als Adventisten wissen ja, wenn man betet, soll man die Hände falten, Kopf neigen und die Augen schließen. Und ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, er betet mit seinen Augen offen. Und so wartete ich sehnlich danach, dass das Gebet endlich zu Ende geht. Und wo der Pastor Amen gesagt hat, sagte ich, der Junge hatte seine Augen offen gehabt während dem Gebet. Genau das Gleiche, was hier jetzt auch gerade passiert ist, ist in dieser Situation passiert. Alle haben angefangen zu lachen. Die ganze Gemeinde. Und ich habe nicht verstehen können, warum sie bei so einer ernsten Sache einfach lachen. Warum sie den jetzt nicht zurechtweisen. Sie mussten mir erklären, dass ich ja auch meine Augen aufhaben muss, um das überhaupt wahrzunehmen. Jetzt ist es so, dass wir Menschen so oft die Fehler des anderen sehr schnell sehen. Wir merken bei dem anderen, da stimmt etwas nicht, da hat irgendein Fehler gemacht, da ist irgendeine Sünde in seinem Leben. Wenn wir aber unseren eigenen Leben betrachten, haben wir einen ganz anderen Maßstab. Wir denken oft, bei uns ist es besser als bei dem nächsten. Wir vergleichen uns mit dem anderen und stellen fest, in uns ist alles in Ordnung. Und ich möchte so eine Geschichte mit euch aufschlagen. Eine Geschichte, wo Jesus ein Gleichnis macht und zeigt, dass Menschen unterschiedlich ihren geistlichen Zustand bewerten. Die Geschichte befindet sich in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Sein Gleichnis, das Jesus spricht, zu einer Gruppe. Und wir hören von dieser Gruppe in Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Dieses Gleichnis: Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.
Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hier in dieser Geschichte sehen wir gleich am Anfang, wer denn die Adressaten sind. Jesus wählt dieses Gleichnis, denn in der Gruppe von Menschen, zu dem er redet, gibt es offensichtlich eine Gruppe, wie es hier steht, die auf sich selbst vertrauten und die übrigen verachteten. Im Grunde genommen ist das ja genau das Gleiche, was ich ja auch in der Geschichte am Anfang gemacht habe. Ich dachte, ich bin ja besser als dieser Junge in der Gemeinde. Und ich dachte, in meinem Leben sieht es doch viel besser aus. Ich mache das nicht, ich habe keine Orgelpfeifen verstimmt, ich habe nicht auf die Wand gekritzelt. Ich bin so ein besserer Mensch. Und Jesus spricht dieses Gleichnis und redet davon, dass es zwei Gruppen an Menschen gibt. Wir haben einmal die Pharisäer und einmal der Zöllner. Oder in dem Fall einen Pharisäer. Und ihr müsst wissen, die Pharisäer, die waren ja angesehene Leute. Das waren Leiter des Volkes. Und obwohl das meistens Laienglieder waren, haben diese sich vorgenommen, sie wollen so geistlich sein, wie es nur geht. Ihnen war der Glaube wichtig. Sie wollten gute Juden sein. Und so hat der Pharisäer für sich vorgenommen, alles nur Erdenkliche zu machen, damit er alle Gebote hält und Gott zufriedenstellt. Auch für das Volk war der Pharisäer jemand, der als Vorbild dienen konnte. Jemand, der alles einsetzte, um Gott zu gefallen. Auf der anderen Seite haben wir den Zöllner. Der Zöllner ist eigentlich komplett verhasst vom gesamten Volk. Ihr müsst verstehen, damals das ganze Zöllnersystem war ja sowas von korrupt. Es gab einen Oberzöllner, der musste das Geld an Rom weitergeben. Und in diesem ganzen System war es so, dass viel Korruption entstand. Jeder Zöllner wollte etwas für sich selbst behalten und hat also nur das nötige Geld weitergegeben und den Rest für sich behalten. Und jeder Zöllner nahm für sich das, was er gewinnen konnte. Und so waren diese Zöllner verhasst vom ganzen Volk. Einmal, weil sie mit Heiden arbeiteten, das mochten ja die Juden nicht. Einmal, weil sie mit den Unterdrückern arbeiten, mit den Römern. Und einmal, weil sie so ausbeuterisch und willkürlich gehandelt haben. Und Jesus nimmt jetzt diese Geschichte und dreht es um. Du denkst, der Pharisäer, der Geistliche, der wird ja in dieser Geschichte gut auskommen. Aber es ist genau andersrum. Der Zöllner, der Verhasste von allen, der kommt in dieser Geschichte gut hinaus. Der Pharisäer in Vers 11 sagt ja: Gott, ich danke dir. Und wenn man das so hört, dann denkt man normalerweise an den Gebeten, die wir auch so oft sprechen. Gott, ich danke dir für Punkt, Punkt, Punkt. Und normalerweise, was da folgt, sind dann Aufzählungen von das, was ja Gott ja in unserem Leben tut. Nicht so hier bei dem Pharisäer. Er sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Der Pharisäer schaut auf sein Leben und merkt, ja, ich bin ja kein Räuber, ich bin kein Ungerechter, ich bin kein Ehebrecher und ich bin auf jeden Fall nicht so wie dieser Zöllner. Und dann schaut der Pharisäer noch, was kann ich denn alles so Gutes? Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles. Dieser Pharisäer bewertet seinen geistlichen Zustand in dem, was er nicht tut, an dem, was er tut. Der Zöllner hingegen schaut seine echte Situation an und merkt sofort: Ich habe nichts, was ich vorweisen kann. Ich bin ein Sünder. Und das Einzige, worauf ich jetzt hoffen kann, ist, dass Gott mir Sünder gnädig ist. Was ist nun jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen? Für mich ist der Unterschied das, was wir schon in Vers 9 hören. Der Pharisäer, diese Gruppe, das sind diejenigen, die auf sich selbst vertrauen.
Und das bringt mich zum Predigttext, den wir uns heute angeschaut haben am Anfang. Jeremia Kapitel 17. Das Grundproblem des Menschen ist, dass wir nicht wirklich gut beurteilen können, wie es geistlich bei uns steht. Wir haben da etwas, wo wir gern so auf uns selbst vertrauen und nicht auf Gott. Und Jeremia 17 beschreibt dieses Problem sehr genau. Schauen wir erst den Vers 1 an. Jeremia 17, Vers 1. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Schauen wir in Vers 5, geht es auch wieder um den Herzen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und da kommen wir zu unserem Predigttext in Vers 9. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Grundproblem des Menschen ist nicht das, was von außen kommt, sondern das, was in uns drin ist. Unser Herz, der hier beschrieben wird als ein trügerisches Herz, der versucht uns zu betrügen, der versucht uns ein anderes Bild zu geben als das, was der Realität entspricht. Dieses Herz ist nicht danach aus, die Wahrheit zu finden. Dieses Herz möchte uns nur sagen, das, was uns auch gefällt. Und genau das war auch das Problem beim Pharisäer. Sein Herz wollte nicht zeigen, wollte nicht sagen, dass bei ihm geistlich etwas nicht stimmt. Er wollte viel lieber das Angebot des Herzens nehmen, der ja anbot, er ist ja doch ein guter Mensch. Er macht das und er macht das nicht. Jetzt ist es aber auch so, wenn wir den Vers 9 sehen, steht ja, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das Problem ist so tief in uns verankert und wir haben ja nicht mal die Möglichkeit, irgendetwas an diesem Herzen zu ändern. Und somit wird klar, dieses Herzen, das können wir nicht vertrauen. Dieses Herz möchte uns belügen und möchte uns die Unwahrheit sagen. So schauen wir einen weiteren Text dann in Galater Kapitel 6. Galater Kapitel 6 und dort den Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo wir immer Angst haben, dass wir von anderen betrogen werden. Dass anderen Menschen uns die Unwahrheit weitergeben. Und dennoch oder dabei vernachlässigen wir überhaupt, dass unser eigenes Herz ja noch viel trügerisch ist. Dass unser eigener Herz ja eigentlich das ist, was uns ständig betrügt. Dass uns ständig ein Bild gibt, das nicht mit der Realität zusammenspricht oder zusammenhängt. Und gerade dann, wenn es darum geht, unseren geistlichen Leben zu beurteilen, tun wir uns so schwer. Es ist jetzt gerade das neue Jahr, man setzt ja neue Vorsätze fürs Jahr. Und es ist auch eine Zeit, wo man zurückbesinnt, was habe ich in dem Jahr mit Gott erlebt? Welche Erfahrungen habe ich mit Gott gemacht? Man nimmt sich auch die Zeit zu überlegen, wie steht es denn bei mir im geistlichen Leben? Die Gefahr steht aber dabei, dass wir unseren Herz sprechen lassen und unser Herz sagt, wie es ist. Und es kann sehr schnell vorkommen, dass wir zur falschen Conclusio kommen. Unser Herz hat gelernt, die unangenehme Wahrheit einfach aus dem Weg zu gehen. Wir rationalisieren lieber alles und betrügen uns dabei selbst. So kommt es vor, dass eine Mutter merkt, bei ihrem Sohn stimmt etwas nicht. Alle wissen schon, er ist in Drogen verwickelt, aber die eigene Mutter, die so nah an dem Sohn ist, will es einfach nicht wahrhaben, denn es ist unangenehm. So kommt es vor, dass ein Mann sich heimlich Pornografie reinzieht und für sich rationalisiert,
die Darsteller, die dort gezeigt werden, die wollen ja eh dabei sein und ich mache es ja eh im Verborgenen, kriegt ja niemand mit und rationalisiert so, dass das ja eh in Ordnung ist. So kommt es vor, dass ein Evangelist sagt, das Spendengeld, das er bekommen hat, wird investieren für ein Privatjet, denn das braucht er. So wird es wieder rationalisiert. So kommt es vor, dass man sich in den Spiegel schaut, einen Makel im Gesicht sieht und nur noch das sieht. Den eigentlichen Wert, den Gott einem gegeben hat, lässt man ganz außer Acht, denn das Herz sagt wieder, was einem wichtig ist und spricht und betrügt den Menschen. So kommt es vor, dass wir unseren geistlichen Leben bewerten und zu einem ganz falschen Conclusio kommen. Unser Herz und uns selbst, wir haben gelernt, uns selbst so gut zu betrügen. Es gibt ein paar Methoden, die ich jetzt einfach aufzählen möchte. Das erste nenne ich Aufmerksamkeitsmanagement. Wenn mir etwas bewusst wird, was nicht so gut passt in mein Leben, dann springt mein Herz sofort ein, gibt mir ein besseres Angebot und sagt, Raphael, lenk jetzt nicht deine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt. Schau lieber woanders hin. Und so kann es vorkommen, dass man sagt oder merkt, die Fakten stehen dort auf dem Tisch, wenn man sein Leben geistlich betrachtet und merkt, eigentlich habe ich wenig Andacht gemacht. Ich mache eigentlich seltenst Andacht. Ich bete fast nie. Und mit der Mission tue ich eigentlich auch nicht so viel. Das Herz springt ein und sagt, ja, ja, aber du hast doch diesen Amt in der Gemeinde aufgenommen. Du opferst dich auf für die Gemeinde. Du setzt dich für die Gemeinde ein und du machst deine Aufgaben. Außerdem, schau mal in der Gemeinde, da gibt es diese Gruppe, die streiten sich immer. Du bist ja ganz anders. Du hast dich noch nicht mit den Leuten gestritten. Und außerdem, jedes Mal, wenn du von der Arbeit wieder nach Hause gehst, gibst du auch immer wieder Geld an den Obdachlosen, der auf der Straße liegt. Das Conclusio, bei dir passt ja alles geistlich. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Fakten, die wir hören wollen, nicht auf das, was der Realität entspricht. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir hören wollen. Eine zweite Sache, die wir auch immer so gern tun, ist einfach verdrängen. Wir bekommen mit, es stimmt etwas in unserem Leben nicht, aber die Konsequenz davon, etwas jetzt in seinem Leben zu ändern, wäre zu groß. Wir verschieben es lieber auf einen anderen Zeitpunkt oder ich brauche noch Zeit, darüber wirklich nachzudenken, herauszufinden, ob es wirklich der Weg ist, den man gehen soll. Man merkt, man muss etwas in seinem Leben ändern, aber vielleicht sind die Konsequenzen zu groß und man entscheidet sich, erstmals nicht zu tun. Was wir auch tun, ist immer die Sachen aufschieben. Es kommt vor, man erkennt etwas. Und wie oft habe ich gehört, oh, ich freue mich so sehr auf den Zeitpunkt, wo ich in die Rente komme. Dann habe ich endlich Zeit, mich mehr missionarisch zu engagieren. Oder wir sagen, wenn die Prüfungswoche endlich vorbei ist, dann kann ich wieder meine Andacht machen. Wir verschieben einfach die Sachen, die Gott uns ja zeigen möchte, auf einen anderen Punkt. Und nehmen nicht einfach die Realität wahr, so wie sie dasteht. Gerade jetzt in der Zeit, in der wir sind, kann es sehr gut bewusst werden. Wir leben in einer Zeit von Lockdowns und man hat immer Ausreden gefunden, ich muss lernen, ich muss arbeiten, ich muss für die Familie da sein. Und da in der Zeit des Lockdowns, wer hat tatsächlich mehr Zeit verbracht im Gebet? Wer hat tatsächlich mehr Bibel gelesen? Das will unser Herz ja nicht wahrnehmen. Unser Herz will viel lieber sagen, ja, ich war genauso auch beschäftigt. Aber die Realität zeigt, an und für sich war das Problem nie, dass man keine Zeit hatte. Das Problem war schon von Anfang an die Prioritäten. Und es gäbe noch viele Gründe oder viele Sachen, die man jetzt aufzählen könnte, wo unser Herz versucht, uns zu betrügen. Ich will aber noch eine erwähnen. Wir vergleichen uns. So wie ich mich am Anfang mit diesem Jungen verglichen habe, ich war so blind und habe nicht mal mitbekommen, dass ich ja selber die Augen offen habe, aber ich habe gesehen, bei dem anderen ist jetzt ein Fehler. Und so war bei mir auf einmal kein Fehler mehr. Und es passiert auch uns Pastoren, uns alle, die im Werk sind, wir stehen vielleicht am Ende einer Predigt, am Ausgang, es kommt jemand zu einem und sagt,
Raphael, das war so eine schöne Predigt. Raphael, wir wünschten, es gäbe mehr Prediger wie dich. Und im Moment, da fühlt man sich ja gut. So ein Kompliment, man hat etwas bewirkt. Und das Problem ist aber, man kennt sein eigenes Leben. Man weiß, mit welchen Sünden man zu kämpfen hat, man weiß, welche Fehler in seinem Leben ist. Aber jetzt bietet der andere, der Gegenüber, so ein schönes Bild. Raphael, du bist ein Vorbild für viele. Es ist doch viel schöner, so ein Bild von einem zu haben, als zu merken, geistlich könnte etwas im Leben nicht stimmen. Und so neigen wir dazu, schnell das einfache Angebot unseres Herzens anzunehmen und das Bild anzunehmen, das uns mehr gefällt. Ich möchte jetzt mit euch einen Text aufschlagen. Und ich weiß, wenn ich diesen Text mit euch aufschlage, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, wahrscheinlich zutreffen wird. Man wird diesen Text lesen und man wird sofort sagen, nein, auf mich trifft das nicht zu. Ich schaue die anderen an und merke, die haben all das Problem, ich habe das Problem nicht. Und ich möchte euch auffordern, zu versuchen, einfach diesen Text wirken zu lassen und zu schauen und Gott auch die Chance zu geben, zu euch zu sprechen in diesem Text. Befindet sich in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3. Und dort ab Vers 14. Ein Text, der uns allzu bekannt ist. Ein Text, den wir schon oft gehört haben. Und das Witzige ist, wenn wir diesen Text hören, ich weiß es selber, ich sage, jawohl, das passt ja perfekt auf unsere Zeit. Das entspricht ja genau das, was ich auch wahrnehme. Wenn ich meine Vereinigung, meine Union, meine Kirchenleitung anschaue, die sind ja so lau. Aber wie schaut es bei uns tatsächlich aus? Lesen wir Offenbarung 3 ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist und dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea war geschichtlich eine wohlhabende Stadt. 60 nach Christus etwa ist die Stadt zerstört worden. Und das Kaiserreich hat angeboten, finanzielle Hilfe zu geben. Aber Laodicea stand so gut da und sagte, wir können das selber. Wir machen das mit unserem Geld. Sie war so reich, dass sie es geschafft hat, nach der kompletten Zerstörung alles wieder aufzubauen. Es gab drei Dinge, die dieses Reich so erfolgreich gemacht hat. Einmal war es ihre tollen Kleider, ihre schwarzen Gewänder aus Wolle. Einmal war es die Augensalbe, die sie herstellten, die Medizin. Und einmal war es ihr Bankwesen. Sie war extrem reich. Und dennoch kommt diese Gerichtssprache hier in Vers 17, wo steht, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist.
Man fragt sich, wie ist das möglich, wenn wir uns das auf das geistliche Leben anwenden? Wie kann es sein, dass jemand blind ist und nicht mal merkt, dass er blind ist? Wie kann es sein, dass jemand nackt ist und es nicht mal bemerkt? Das ist doch unlogisch. Und dennoch beschreibt Jesus hier diesen Zustand. Und wir lesen diesen Text, wissen, es trifft auf uns, unsere Gemeinde, unsere Zeit zu. Und unser Herz möchte einspringen und sagen, ja, ja, ich kenne das ganz genau. Ich weiß, was in der Gemeinde passiert. Ich weiß, dass so wenige zum Gebetskreis kommen. Ich weiß, dass so wenige zum Freitagabendstunde kommen. Ja, ja, bei uns ist es so. Aber bei mir ist das nicht so. Da stehen wir in Gefahr, uns selbst zu betrügen. Wisst ihr, das Problem bei Laodicea war nicht etwas, was von außen gekommen ist. Jemand, der von außen versucht hat, Laodicea zu betrügen, es waren die Leute selbst, die sich selbst betrogen haben. Und jetzt hier in diesem neuen Jahr stehen wir an dem Punkt, wo wir überlegen können, wie steht es in unserem geistlichen Leben tatsächlich aus? Und ich sage euch, die Versuchung ist groß da, uns zu vergleichen mit anderen. Jedes Mal, wenn wir uns mit anderen vergleichen, ist es immer so einfach. Man sucht sich einfach jemanden aus, der es irgendwie schwieriger hat, und dann steht man immer gut da. Es ist immer angenehmer, einfach die Sachen zu verschieben auf ein anderes Mal, als die Tatsache einfach ins Auge zu schauen und zu merken, es braucht jetzt auch Veränderung. Laodicea ist ein Aufruf an uns heute, zu überprüfen, wie es wirklich in unserem Leben geistlich ausschaut. Was wir denn im letzten Jahr erlebt haben, ob wir gewachsen sind im Glauben oder nicht. Und obwohl diese harten Worte von Jesus kommen, ist dennoch Hoffnung da. Schaut nochmal hier in Vers 19. Hier steht, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Gott will zwar auf der einen Seite uns ausspeien aus dem Mund, weil wir weder heiß noch kalt sind, aber er liebt uns und macht ja diese ganze Sache, damit wir aufwachen, damit wir Buße tun. Deswegen kommt er auch hier in Vers 19, sei nun eifrig und tue Buße. Vers 20, es ist immer noch die Chance da. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Gottes größter Wunsch ist, dass wir in diese Beziehung eintreten mit Gott. Und er lädt uns dazu ein. Die Frage ist dabei, ob wir ehrlich mit uns sein werden oder wir lieber etwas vortäuschen. Wir sehen bei dem Pharisäer und bei dem Zöllner, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Der Zöllner, der tatsächlich seinen Zustand bemerkt und sagt, gut, ich kann jetzt nichts daran ändern, ich bin davon abhängig, dass Gott gnädig mit mir ist. Oder der Pharisäer, der sagt und versucht, aus eigener Kraft etwas zu bewirken und zu ändern. So ist mein Aufruf heute eine ganz einfache Sache. Es ist das neue Jahr und es ist Zeit, dass man auch sein geistliches Leben reflektiert, wie es bei einem tatsächlich ausschaut. Und die Gefahr, die besteht, wenn wir das tun, ist, dass wir unseren Herz sprechen lassen. Heutzutage ist ja alles getrimmt auf das, was die Gesellschaft sagt, folge deinen Herzen. Folge dem, was dir irgendwie gut tut. Aber wie oft vergleichen wir uns mit dem göttlichen Maßstab? Dass wir uns mit Jesus vergleichen und merken, das ist der Maßstab, an dem ich mich festhalten muss. Und so wird es jetzt gleich die Zeit geben, wo wir die Besinnung haben, wo Musik läuft. Und ich möchte euch aufrufen, in dieser Zeit euch zu fragen, wie steht es bei euch tatsächlich im geistlichen Leben? Besprich das mit Gott und folge nicht das, was euer Herz euch jetzt sagen möchte, sondern vor allem das, was Gott euch heute sagen möchte. Amen.